Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Minecraft. Diesmal mit einem neuen Mikro, weiter in der Playlist und mit einem Special Guest. Hallo, ich bin's, der Kingdom Core. Er hat den Namen vergessen, geht gar nicht. Ja, ich habe meinen eigenen Namen vergessen. Das ist echt peinlich. Sehr peinlich. Oh, der sieht hammer aus. Wo, wie kam der denn dahin? Ich habe, weil die Schlangen, die spawnt sind, habe ich mir einfach einen Golem hier hingestellt. Off-Screen, hast du das gemacht? Nein, on. Nein. Ach so. On-Screen. Nee, das heißt schon belegt. Ich muss die immer auf irgendeinen Scheiß legen, weil die immer wieder zurückgelegt werden können, wollen. Okay. So. Also, ich habe hier so ein paar Fragen vorbereitet, die wir dann beantworten können. Ja. Spielt ihr Spiele mit Kopfhörern oder dreht ihr die Anlage so laut, dass ihr die Umweltgeräusche nicht mehr wahrnehmt? Ich mache meine Kopfhörer so laut, dass ich die Umweltgeräusche nicht mehr wahrnehme. Also, weil meine Boxen sind halt so nichts zu gebrauchen. Außer jetzt gerade bei Let's Plays. Bei Togethers. Achso. Ja. Ich persönlich spiele auch immer mit Kopfhörern, weil ich möchte meine Umwelt nicht stören. Ja. Kennt ihr Smooth McGroove? Nein. Ich auch nicht. Das ist. Hier steht, das ist ein Zelda A Cappella. Aha. Also. Kanntet ihr es? Schreibt's doch in die Comments. Ich glaube, ihr kennt das nicht, ne? Nö. Oh, ich hab was vergessen. Achso, die Playlist hast du noch nicht gestartet. Ja. Moment. So. Welche Spielfigurenstimme mögt ihr am meisten? Spielfigurenstimme? Ich mag wahrscheinlich Adam Jensen von Deus Ex Human Revolution am meisten. Weil der halt die geilste Stimme hat. Ich persönlich achte nicht so wirklich. Weiß nicht. Mir fällt also nicht so wirklich jetzt einer ein. Ja. Was wollte ich tun nachher? Rede weiter. Wenn ihr eine Spielfigur heiraten könntet, welche wäre das? Heiraten. Mach was. Keine Ahnung. Heiraten würde ich jetzt vielleicht. Naja. Dann wenn schon, ich weiß nicht. Also ich mag generell nicht so Spiele, wo weibliche Hauptpersonen da sind. Hauptsächlich. Na, Tomb Raider mag ich, aber heiraten, naja. Edna bricht aus, aber Edna möchte mir auch nicht unbedingt heiraten. Ja, das ist. Sie ist so ein bisschen Psycho. Das ruckelt hier gerade. Aber das Spiel ist trotzdem geil. Ja. Genauso wie Harveys neue Augen. Aber da ist auch eine weibliche Hauptrolle, aber die möchte man auch nicht unbedingt heiraten. Ja. Bringt die ihre Mitschüler um im Kloster. Ja, das ist nicht ganz so. Also es gibt keine Spielfigur, die wir wirklich heiraten wollen würden. Ja, das ist ja schade. Wenn ihr ein Pokémon als Haustier haben könntet, welches wäre das? Das ist eigentlich bei mir sehr schwierig. Also ich würde wahrscheinlich einen Glurak nehmen, weil es einfach mein Lieblings-Pokémon ist. Ich mag kein Pokémon. Ich glaube eigentlich Pikachu, weil der ist irgendwie knuffig. Der ist knuffig und der ist immer bei dir. Ja, exekutiert ihn, er ist Mainstream! Scheiße, Star. Ich hab nichts gesagt. Ist aber besser so. Nur zur Info, ich baue eine Brücke hier rüber. Beim Ruckeln. Zum Frühstück Kaffee oder Kakao? Kakao. Ja, Kakao. Also ich trinke keinen Kaffee. Ich auch nicht. Nee, eigentlich lieber Tee. Ich nehme Tee. Ja, ich immer so, keine Ahnung, wenn ich Zeit habe morgens Kakao, wenn ich keine Zeit habe Milch. Mit absolut.
absolut wichtig, Waffeln oder Müsli? Müsli. Müsli. Oder Brot. War aber keine Antwortmöglichkeit. Ja. Eine Frage. Oh, das ruckelt ja gerade. Ich muss mal ein anderes Textverpack reinmachen. Welche Kombination aus Superheld und Game-Protagonist wärt ihr gerne? Ja, ich wäre dann so Superman, weil es mein Lieblings-Superheld ist und zudem Adam Jensen, weil er mein Lieblings-Videospiel-Typ ist. Aus welchem Spiel kam es nochmal? Ich hab's wieder vergessen. Immer noch Deus Ex. Ach ja. Hat er sogar selbst. Also ich würde Batman und ja. Wie hieß der? Warte. Ich hab's gleich. Der eine aus Infamous, Second Son, aber. Ja. Oh, könntest du mal die Tür zumachen, bitte? Ja. Kingdom Koffer verabschiedet sich, um die Tür zuzumachen. Ich weiß nicht, jedenfalls ein YouTuber heißt auch LeFloid. Ja. Ja, keine Ahnung, wie zumindest der heißt. Zumindest einen Front und so. Ja. Welche Superkraft hättet ihr gerne? Superkraft? Also ich hätte ja gerne Fliegen. Wegen der Möglichkeiten. Ich würde gerne das Wetter kontrollieren. Weil damit habe ich nicht zu viel Verantwortung. Also und er kann seine Let's Rides machen. Und auch halt auch nicht zu viel Macht, weil ich möchte nicht so viel Macht haben irgendwie. Ja. Und es fängt gerade schon wieder an, dass ich ihn immer unterbreche. Yay. Was? Es fängt schon wieder an, dass ich dich unterbreche. Was ist das für ein Lied gerade jetzt? Battlefield 4. Ach. Glaub. Wenn ihr ein Videospiel wärt, welchem Genre würdet ihr angehören? Also ich wäre eindeutig Survival-Shooter, so eine Mischung, so wie DayZ ungefähr, weil das halt meine Lieblingsspiele sind und ich mag es halt so. Ich wäre wahrscheinlich ein Adventure. Du wärst ein Puzzle. Abenteuer. Du wärst ein Puzzlespiel. Nein, ich bin ein Abenteuer, ein Adventure. Ja. Was wollte ich jetzt machen? Ja, abholzen. Der Markhaus auch noch nicht gesehen. Ja, das kann ich dir mal zeigen. Es hat zwar noch kein Dach, aber ist angelehnt an das von einem bekannten Let's Player, den du garantiert nicht kennst. Ja. Das ist auch in. Aber noch nicht fertig. Weil hier fehlen noch ungefähr 32 Kisten oder so. Ich habe jetzt über 64 Kisten. Und. Das ist wahrscheinlich unten. Ach ja, die stimmt. Hülle halt. Ja, das war eine Schlucht. Da bin ich in der letzten Folge reingefallen. Ich glaube, die ist noch nicht oben. Doch, ist oben. Gut. Alter. Ja, ich glaube, das war die letzte Folge. Bleistift, Kugelschreiber oder Füller? Kugelschreiber. Füller. Weil das kann man leicht wegmachen. Kugelschreiber, weil meine Füller gehen immer verloren. Ja, wir haben wieder More Creatures. Wenn ihr ein Crossover von zwei Game-Franchises, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben, entwickeln könntet, was wäre das? Gar nichts. Skyrim und Minecraft. Ja. Ist so, Skyrim ist, ich mag die Welt da, aber ich möchte die auch irgendwie verändern wollen können. Ja, und das wäre so. Ja, wäre schon gut. So. Ist das immer noch? Er ist immer noch Battlefield 4. Und es ruckelt gerade. Das nervt irgendwie ein bisschen. Hier geht's Beispiel, ne? Ja. Skyrim. Wenn man vom Teufel spricht, Minecraft und Skyrim. Lauf mal ein bisschen langsamer. Da ist das gerade geruckelt. Ja. Die Tonuhr. Keine Ahnung, es ruckelt seit der letzten Aufnahme. Obwohl die Festplatte genug Speicher hat. Müsstet ihr in einer Serie leben? Welche wäre das? Und warum? Ich glaube Supernatural aufgrund dieser Möglichkeiten. Ich habe die Serie noch nie gesehen, worum geht's denn da?
Willst du sie dir auf YouTube angucken? Ist sie auf YouTube? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Jedenfalls gibt es da viele Möglichkeiten, merkt ihr das einfach. Also, geht um viel. Ich mach nix. Also, eine Serie, ja. Vielleicht so, ich glaube eine Comedy-Serie, irgendwie Big Bang Theory oder so, weil... Ja, weil du lustig bist. Weil da halt lustige Menschen leben. Und witzig. Man viel lachen kann dann. Ja. So. Als man die ersten Videospiele herausgebracht hat, warum ging man damals davon aus, dass vor allem Jungs spielen werden? Wenn das damals überhaupt so war. Ja. In Klammern. Keine Ahnung, weil Mädchen lieber mit Barbies spielen und es mit Technik zu tun hat, Computer. Weiß nicht. Ich glaube... Also ich glaube, die ersten Spiele waren auf jeden Fall auch für beide Geschlechter geeignet. Nur dann hat man halt festgestellt, dass halt Jungs, zumindest damals mehr Jungs das gespielt haben. Ja. Und das dann halt mehr... Was soll denn das? ...mehr für Jungs gemacht hat, die Spiele. Ja. Ich mache jetzt etwas, was ich noch nie gemacht habe. Shader aus? Nee, andere. Texture. Habe ich noch nie in meiner kompletten Minecraft-Spielzeit onscreen gemacht. Wie geht ihr mit Musik um? Kauft ihr euch lieber CDs oder LPs? Ja. Oder organisiert ihr das anders? Wer hat die größte Musiksammlung von uns beiden? Keine Ahnung, also... Ich habe keine Ahnung, wer von uns beiden die größere Musiksammlung hat. Ja. Ich glaube fast du. Meine ja. Ja, und da unten noch ein paar. Ja, ich glaube du. Aber dann sind die meisten halt online. Also, ja. Früher habe ich mir CDs gekauft. Und jetzt leih ich mir die nur runter. Also aus. Leih ich sie mir runter? Lade ich sie mir runter aus dem Play Store und. Och, du legaler Typ. Naja. Ich weiß nicht, wieso es so ruckelt. Ist irgendwas mit der Java-Version nicht in Ordnung? Vielleicht schau mal den Shader raus, oder? Ich habe keinen Shader drin. Ja. Ich habe jetzt sogar nur das normale Texture-Pack rein von Minecraft. Ach du Scheiße. Was ist da los? Aber immer, es läuft durchgängig auf 60 und dann ab und zu gibt es halt diese Frame-Skips, wo es dann auf 22 runtergeht kurzzeitig. Ich muss wieder zurückkommen. Ich weiß nicht mehr, wo wir herkommen. Typisch, Dachmar. Ja. Ja. Wie steht ihr zu Gesellschaftsspielen? Welches habt ihr am häufigsten gespielt und welches gefällt euch so gar nicht? Natürlich nicht elektronische Gesellschaftsspiele. Also ich spiele häufiger, ab und zu auch Gesellschaftsspiele. Da eigentlich am liebsten... Da spiele ich dann am liebsten auch Monopoly. Ja. Und was mit dir? Ja, also ich spiele meistens nur, wenn ich bei meinen Großeltern bin, weil ich da keinen Computer auch habe und weil es meine Eltern auch nicht so mit mir spielen wollen. Und mein Lieblingsspiel ist auch Risiko. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, man muss die Welt erobern oder so mit den Soldaten und so. Ja. Ja, kenn ich. Ja, nur leider spielt es nur mein Onkel gerne mit mir, weil er der einzige in der Familie mit mir zusammen ist, die schießen Waffen mögen, obwohl das Spiel eigentlich nur würfeln bedeutet. Also, aber es gibt eigentlich kein richtiges Gesellschaftsspiel, was ich nicht mag. Ja. Ah, da hinten ist deine. Und es ruckelt nicht mehr. Sehr gut. Ich habe das hingekriegt. Ich habe die Sichtweite runtergestellt von 32 auf 15 oder so und die Grafik von schön auf schnell gesetzt. Seid ihr Langschläfer oder Frühaufsteher? Also Langschläfer bezogen auf Uhrzeit oder bezogen auf Dauer des Schlafes? Ich glaube auf Uhrzeit. Wer ist denn das? Ein Wolf. Ach so. Oh. Ich glaube beides ist bezogen auf die Uhrzeit, wo du dann aufwachst. Ja, also... Au, naja,
Also ich würde mich dann eher als Langschläfer identifizieren, weil ich halt nachts immer um 12 oder 1 ins Bett gehe und immer aufwachen, tun können, wollen sein um 12 oder um 1. Ich, das ist eigentlich bei mir immer situationsbedingt. Ja. Also, Moment. Manchmal, wenn sich halt die Situation ergibt, dass ich früh aufstehen, dass ich lang schlafen kann, dann schlafe ich meistens auch länger. Ja. Wenn nicht, dann nicht.